Spätestens am Ende der 8. Schulstufe steht die Entscheidung an. Studium, Lehre oder irgendwas dazwischen. Hilfestellung kommt etwa bei der jährlichen Messe Jugend und Beruf in Wels. Aber auch eine Potenzialanalyse kann den jungen Menschen den für sie passenden Berufsweg aufzeigen. Die Potenzialanalyse ist der Kompass der Berufswahl für unsere jungen Leute. Sie gibt Orientierung, weil natürlich man auf so viele Berufsmöglichkeiten auswählen kann. Es gibt über 200 Lehrberufe, es gibt eine Vielzahl von Schulen und Schultypen und wir helfen eben dort, die Stärken und die Interessenslagen ersichtlich zu machen. Potenzialanalyse gibt es schon lange in Oberösterreich und wir hatten früher ein Zuschusssystem, aber es hat immer etwas gekostet auch. Und jetzt seit 2016, 2017 ist es wirklich kostenfrei für die Schülerinnen und Schüler und wir gehen jetzt auch in die Schulen direkt hinein, sozusagen, um das noch einfacher zu machen. Die Kosten übernehmen das Land Oberösterreich und die Wirtschaftskammer. Und es ist gut angelegtes Geld, wie eine IMAS-Studie bestätigt. Denn 77% sagen, diese Potenzialanalyse habe ihnen was gebracht. Interessant sind auch die Rückmeldungen im Detail, wo man erkennt, es wird das Ausbildungsangebot allgemein gut vermittelt und die eigenen Stärken und Neigungen werden gut erkannt bzw. gefestigt. Die Testung ist einfach mit drei verschiedenen Tests aufgebaut. Da wird erstmal die Intelligenz getestet, dann die Neigungen und die Interessen. Und die Testung dauert halt dann 3 Stunden. Die Potenzialanalyse hat ihr einen Bürojob empfohlen. Jetzt im 2. Lehrjahr ist sich Kerstin sicher, die richtige Wahl getroffen zu haben. In meinem Bereich darf ich Veranstaltungen mitplanen, ich darf auch viele Sachen in Excel-Listen bearbeiten, auch beim Telefon darf ich mithelfen, genau, sehr unterschiedlich, die Bandbreite ist von bis. Jeder junge Mensch soll eigentlich wissen, welche Stärken, Talente er hat, weil in diesen Berufen wird er auch erfolgreich sein und da wird er auch nach seiner Lehre, nach seiner Ausbildung einen tollen Beruf haben, in dem er gerne arbeitet. Und das ist gerade aktuell von Bedeutung, denn ausgerechnet bei den jungen Menschen ist die Arbeitslosigkeit zuletzt gestiegen.